Hey, wie ist das denn? Kann man ja nun gar nicht mehr sehen. Überall ist der. Unglaublich, egal was man reingibt. Also, folgendes. Wir waren heute beim Doktok heute Morgen gleich. Also guten Morgen erstmal oder guten Mittag, ist schon 12 Uhr. Wir waren beim Arzt mit Marlies und Marlies ihrem Bein geht es entschieden besser. Der Bruch ist jetzt gut zugewachsen, soll sich aber 4 weitere Wochen noch schonen. Sie darf nicht trainieren. Schade, findet sie. Aber ich finde es auch wichtig, natürlich, dass das erstmal heilt und dass das alles gut ist. Das sind erstmal die guten Nachrichten für heute. Die schlechten Nachrichten sind, dass Achim gestern beim Betonmachen war, er ja, war fleißig, aber er hat leider vergessen, die Plane wieder rüber zu machen. Und heute Nacht war der erste Tag, wo es mal wieder richtig schön geregnet hat. Also haben wir jetzt schön einige nasse Säcke Beton. Das ist die schlechte Nachricht für heute. Die gute Nachricht für heute ist die nächste. Mal gut, schlecht. Dass dieser Narbenservice, also was ich hier den Inter auseinandergebaut habe, da haben wir nun rausgefunden, woran das liegt. Ja. Und zwar auf der Achse. Das Sonnenrad ist total angegriffen, total verkrumpelt. Also müssen wir diese von dem Hinterrad, Dreigang, Torpedo, die Achse tauschen. Das macht der Achim jetzt gerade unten. Und ich bin jetzt hier oben und will eigentlich heute einen Vlog für euch schneiden. Das ist meine Intention heute. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich das irgendwie auch hinkriege. Jetzt lädt er gerade hier rein, weil das habe ich eben gestern Abend nicht mehr geschafft, weil wir nämlich heute Morgen ganz früh raus mussten. Ja, extra früh, weil wir mussten erst noch in die Kita fahren, vorher, bevor wir zur Schule gefahren sind, gemeinsam und von der Schule aus zum Arzt gleich. Weil das ist auch ein Steglitz. Das war der Tag gestern. Das ist der Tag heute. Und jetzt gucken wir mal, ob heute noch irgendwas Brauchbares zusammenkommt für euch. Ich wollte euch nur mal kurz informieren auf den neuesten Stand. Und jetzt habe ich einen Schluck auf, oder? Jetzt gibt es ja nicht. Ist ja unglaublich. Ein Schluck auf. So, dann wollen wir gleich nochmal gucken, was hier los ist bei YouTube. Kammermeister sehr freut über den, wie gesagt, über den Besuch. Ne? Ronny, alles super, alles dufte. Und Ronny, du hast ein Foto gemacht von uns beiden. Und sei doch mal so gut. Du kannst mir ja mal eine Kopie oder irgendwas schickst du mir einfach mal. Sagst du. Ja, schick mir einfach mal was zu davon, so ein Foto auch. Dann habe ich das auch. Und das kommt nämlich hier meine, ich habe ja schon hier dieses Tier. Dann habe ich unten noch ein anderes Schreiben. Das muss und eine Postkarte von Ringo und Annette und so. So habe ich so eine kleine Erinnerungs. Werde ich irgendwann jetzt mal im Winter anfangen und werde hier alle die ganzen Dinger hier hinten so anbauen. Werde ich mal so eine kleine Tafel basteln und dann kommt dann immer so Zeug ran von euch, was ihr mir schickt oder sendet oder Liebesbriefe und so weit auch von meiner Fangemeinde. Würde ich gerne irgendwo so richtig so ein bisschen würdigen, ne? Und irgendwo ausstellen. Aber wie gesagt, den Patrick haben wir hier, das war das Ding, ne? Das kommt dann auch hier so, das kommt dann hier so hin, da an meinen Kopf. Und dann, ja, die Wand muss ich eh wieder machen im Winter. Da rammel ich immer mit dem Stuhl gegen mir, schon richtig Schaden drin. Ja, das wäre meine Bitte. Vielleicht schickst du mir einfach das Foto irgendwie rüber. Ja, das wäre super. Also, jetzt mache ich erstmal weiter, dann sehen wir uns später. Da klingelt einer. Klopft einer? Denn? Was ist denn da los? Was für mich? Ja, bitte? Hast du hier einen Schlüssel eben? Hast du einen Schlüssel? Hertha? Ja, hi. Dein Schlüssel? Oh ja, danke schön. Kann ich Waschmaschine anrufen oder schlafe ich das bei deinem Sprechen gerade? Beim Sprechen stört es allgemein, ja. Willst du doch? Ja, ich meine, wo du gerade was Ja, weil ich gerade einen Block aufnehme. Das ist eine Waschmaschine anmachen, die gibt es ja nicht. Das ist ja kein Wäscheblock hier. Das ist ja nicht hier, wie waschen wir. Soll doch keiner wissen, dass ich in der Wäschekammer sitze. Auf meinem, möchte ich mal sagen, nicht mal einem Quadratmeter hier. Und sogar hier noch lärmbelästigt werde von waschenden Weibern. Waschweibern sozusagen. Ja, nee. Lass doch mal Wäsche machen in der Wäschekammer. Hi Tommy, bestell dir ein neues Modem. Rechnung übernehme ich. Du stellst immer schöne Vlogs ins Netz für uns. Da möchte ich mich mal was
möchte ich mich mal bedanken. Hast du mal deine Geschäftsnummer für mich? Da melde ich mich mal zwecks Abwicklung. Oder sag, was das Ding kostet und ich überweise den Betrag auf dein Konto. Was? Michael? Wir kriegen das schon hin. Wir müssen das schon machen, einfach. Wir müssen das einfach nur machen. Marlies muss das einfach nur machen. Marlies muss das machen. Na, anrufen und das Ding bestellen. Wo dann bestellen? Da braucht der Bett gedacht, das Idiot. Braucht er nicht spenden. Kriegen wir das so hin. Das muss so funktionieren. Ich meine, wir haben andere Sachen zum Spenden. Du kannst. Ja. Da lacht selbst die Marlies. Ja, für was denn? Ich weiß nicht, was du dafür. Ja. Wir haben da ganz große Pläne. Ja, wir wollen nämlich uns vergrößern. Dafür dürft ihr gerne spenden, wenn ihr wollt. Das ist natürlich Quatsch. Das kriegen wir auch selber auf der Reihe. Aber ich meine, wenn, denn spendet doch einfach, wenn ihr wollt oder so. Und ansonsten ist das auch nicht so schlimm. Genießt mal einfach die Vlogs und dann ist gut. Alter, die Hut, kriegt das hin. Kriegt das hin. Ist trotzdem aber nett. Ist natürlich super nett. Ja, ist total geil. Ist genial. Das Problem ist, ich weiß immer ja nicht, was ich da machen soll. Wie und was. Ist mir auch unangenehm, du warst eigentlich auch. Wer will, spendet einfach aufs PayPal-Konto. Wenn ihr noch was vorhat, spendet einfach was und sagt hier für dies oder dafür. Vielleicht mache ich mal so ein, wie heißt das? Crowdfunding oder wie das heißt, ja. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Und dann schreibe ich rein, irgendwie. Familie sucht Grundstück. Und dafür brauchen wir, was weiß ich, 200.000 oder was weiß ich, keine Ahnung, als Ziel, muss ja irgendein Ziel annehmen. 200.000, ach, machen wir gleich 1 Million, ach, machen wir 10 Millionen, auch real. Das ist völlig Wurst, was da Ziel angibt. Und dann kann jeder 1 Euro spenden. Und wenn wir irgendwann mal 1 Million Abonnenten zusammen haben und jeder spendet nur 1 Euro, dann ist das 1 Million Euro laut Sommerblitz. Und das ist ja gar nicht schlecht. Und dann können wir losgehen und können uns ein kleines Grundstück kaufen. Ein kleines Grundstück. Für 1 Million kriegst du ein Riesengrundstück. Aber ich meine, vielleicht kann man sich eben ein kleines kaufen, irgendwie so in Brandenburg, irgendwas Billard oder was. Und kann dann noch ganz viele andere Projekte auch machen. Ich meine, wenn, dann spendet man ja für alles, für das Gesamte. Für nicht nur, dass wir im Luxus schwelgen, ja, was uns ja endlich mal zusteht nach den ganzen Jahren. Ich meine, wir müssen einfach mal im Luxus leben und so. Ist ja klar, dafür sind wir geboren. Wir sind absolute Luxusmenschen. Sondern auch für allgemein Projekte. Zum Beispiel wie dieses, was ich jetzt vorhatte mit diesem gemeinnützigen Verein. Ich weiß das immer wieder, der gemeinnützige Verein, den ich mir angeschaut habe am Wochenende, am letzten Wochenende war das, glaube ich. Letzte Wochenende? Ja, schon wieder eine Woche her. Um Gottes Willen, schon wieder so lange her. Und ich wollte ja noch einen Plan schreiben. Ich muss mich ja da irgendwie bewerben, obwohl ich ja eigentlich Geld hinbringen möchte, muss ich mich ja bewerben. Ist total bekloppt, ist das absurd in Deutschland. Du musst dich bewerben, um damit du was, deine Hilfe anbieten darfst. Ja, so ärgert mich so, dass das so kompliziert ist. Könnt ihr nicht einfach sagen, so wie früher, ja, kommst einfach mit, machen wir und gut und fertig? Nee, du musst dich bewerben, dann wird es erstmal in einer Sitzung des Vereins diskutiert. Und wenn die dann sagen, na gut, okay, dann komm halt und so, dann darfst du da eventuell deine Hilfe anbieten. Wie bekloppt ist das? Warum jetzt in Deutschland nicht nach vorne bei so einen Sachen, bei so einen Vereinssachen? Wegen dieser Vereinsmeierei, wegen diesem Vereinssitzung hier, Beschluss da. Und das ist immer das Gleiche. Statt einfach anpacken, und ich bin ein Mensch, Idee, anpacken, probieren, fertig. Oder, Marlies? Ja. Ab und zu ruhig die Bestätigung aus dem Off. Das funktioniert nicht. Das kriegen sie nicht hin. Ist egal, wollte ich jetzt ja nicht so großartig drüber reden, aber es ist eine Sache, die mich da ganz schön dran stört, dass ich mich jetzt da noch bewerben muss, weil ich war ja da, ich bin ja hingegangen, hab mich vorgestellt, ich bin da gewesen und hab mit der einen Dame gesprochen und sie könnte ja genauso 5 Sätze schreiben oder so und das in ihre Vereinsdiskussionen mit einbringen und so. Könnte sie ja genauso, ne? Wenn es die Dame vom Verein interessiert hätte. Sie meint zwar, ja, das klingt alles sehr interessant, aber ich brauche mal was Offizielles von Ihnen und so. Und ich habe ja gesagt, ich will noch nicht mal Umsatz damit machen mit dem Verein, sondern alles, mit dem Verein, mit dieser Fahrradwerkstatt im Verein, die ich aufmachen möchte, sondern
Das soll einfach eine Erweiterung des Vereins sein. Und im Grunde genommen, alles, was da reinkommt, geht in den Verein. Also ich habe davon nichts, außer natürlich, dass ich diese Ausgaben, die man erstmal hat, sozusagen damit wieder zurückholt. Und das war's. Ansonsten bin ich, ist ein Pro-Bono-Projekt, so nennt man das wohl, oder Low-Budget. Also ich pumpe erstmal ein bisschen was rein und dann sollen die damit machen und tun. Und wenn da was zurückkommt an Spende, wird eben das was reingepumpt wurde, wieder auf Null und dann ist alles gut. Dann läuft das Ding da und ich will einfach nur eine Kinderfahrradwerkstatt oder eine Jugendfahrradwerkstatt, so ein Anlaufpunkt für Jugendliche, wo das Rad kaputt ist, die eben wissen wollen, wie funktioniert es, wie macht man es selbst, wie repariert man selbst und einfach nur ein Treff. Will ich attraktiver gestalten, den Treffort für die Jugendlichen und da wäre das schön gewesen, wenn es ein bisschen unkomplizierter gegangen wäre. So, jetzt muss ich mir irgendwann Zeit aus dem Finger saugen, um irgendwie dieses Projekt, was ich im Kopf habe, vorzustellen. Ich kann es viel geiler so erzählen hier in dem Blog, als es auf Papier bringen. Da brauche ich sehr viel Zeit für und Nerven. Und dann muss ich es ja noch per E-Mail dahin. Dann muss ich, wie gesagt, diese ganze Runde diskutieren, etc. pp. Beschluss und dies und das und jenes. Und dann hat einer einen Furz quer sitzen und sagt, oh nee, der nimmt uns ja vielleicht auch ein bisschen was weg vom Platz. Also nee, das geht nicht. Und wir sind doch hier so ein Verein und das reicht ja auch, was wir sind. Und dabei haben die eigentlich den Wunsch geäußert, dass es doch schön wäre, wenn. Kommt ja nicht von mir aus. Ich bin nur derjenige, der sagt, okay, mache ich für euch. Ist kein Problem, ich kümmere mich darum, dass es läuft. Naja, wir gucken mal, wie es läuft. Vielleicht urteile ich das auch alles ganz falsch. Vielleicht muss man das einfach schreiben oder so. Aber in so Konzepte schreiben bin ich halt nicht so gut, tatsächlich. Also ich kann das mir im Kopf ausdenken und kann das umsetzen, aber ich kann es nicht vorab so, weil bei mir entstehen die Sachen beim Machen. Da kommt noch die Idee dazu und die Idee dazu. Und das ist halt das Problem, wenn dann eben alles schon so auf Papier steht und beschlossen ist, dann wird eben jede Änderung auch wiederum, muss dann erstmal, nein, bevor du das machst, musst du erstmal einen Antrag stellen. Musst du erstmal, dann müssen wir umdiskutieren, ob das geht oder wie oder was. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ah, so richtig. Ist das nicht. Das wird einem sehr schwer gemacht manchmal. Gerade bei solchen Vereinen. Da habe ich lieber Bock, selber so ein Ding auf die Beine zu stellen, von Anfang bis Ende, wo man da wirklich, also was ich ja schon, auch schon mal hatte, mit ein paar Kumpel zusammen haben wir damals in Nachbarhilft Nachbar e.V. den Verein aufgemacht. Und da war ich auch lange Zeit, hat so alle die laufen und alle die gut. Und naja, aber das ist, der ist halt nicht mehr. Ja, gut, okay. Geschichte am Rande. Interessiert keine Sau. Wesentlich. Ihr könnt da einfach skippen, wenn es nicht interessiert. Ne, ist gut. Ja, würde ich jetzt sagen. Jetzt hat er gut hochgeladen, jetzt ist sie alle drin im Schneideprogramm. Schaut mal hier, da geht ja darum, jetzt immer hier diese ganze Tonspur geladen ist bis zum Ende. Die ist jetzt geladen und ab jetzt kann ich auch bearbeiten. Da. Und schieben und ziehen und machen und tun. Und jetzt sind das hier 5-6 Stunden Filmmaterial. Dann geht's los. So kleine Abschnitte wie hier vorne, das wäre ideal. Aber dann kommen die Abschnitte, die so lang sind, von hier bis hier, die immer fast 17 Minuten gehen. Und die, da läuft die Kamera einfach und da muss ich so viel schnippeln, das ist unglaublich. Ich gebe mir Mühe, dass ich es schaffe. Es ist jetzt 12:30. Bis gleich. Auf ins Gewimmel, Getümmel. Maske hier bei dem Quatsch. Ja. Ah, die pinke Rache. Ah, Achim schraubt an seiner Lieblingsfarbe, an seinem Lieblingsrad. Ja, das ist ja wirklich mal ein geiles Mädchenrad. Tja, nur leider ist dieses geile Mädchenrad eigentlich Schrott. Nein, ist es nicht. Der Rahmen ist genial. Total wenig gefahren. Alles. Ja, na, Plastikteile. Die Anbauteile nicht so. Plastikteile. Hallo. Ja, bitte. Sie wünschen? Ich möchte ein Fahrrad zurückbringen. Sie möchte ein Fahrrad zurückbringen. Soll ich reinkommen? Ist sie denn Jeck? Ein Fahrrad zurückbringen. Willst du dich kaufen? Thank you.
Gut. Das kostet ja noch nicht so viel. Ja, den Schaltzug muss ich ja auch neu machen. Vor allem ist es ja ein billiger, weil es ist ja ein dünner Rahmendurchmesser, Rohrdurchmesser. Ja, da muss man auch einen in der Kiste haben. Du musst ja nun kein XT-Umwerfer nehmen. Der vielleicht ein bisschen teurer ist. Vielleicht! 362. Na, die Montage, du weißt ja, 8 Euro sind es immer Minimum. Okay. Aber, ist ja gleich mit richtig neu montieren. Mountainbike. Hab ich ja nichts mitbekommen hier. Nichts mitbekommen haben sie. Ja, wir haben ja hier nämlich ein nagelneues Peugeot eigentlich Unifahren, aber dadurch, dass sie Teile aus Plastik verbauen, ist es eben so, dass der Plastik dann spröde wird und beim Festziehen gerne mal reißt. Jetzt müssen wir da so ärgerlich, weil damit hat Simplex sich auch ins Ausgeschossen, genau mit dieser Plastik-Quatsch, diesen Plastikmüll. Das ist wirklich schlecht für Simplex. Die kann ja wieder wegfahren. Aber da hast du jetzt schon noch drin. Nee, aber schon ausgekommen. Aber renn mal nicht so weit weg mit dem Simplex. Ich mach das nur hier vorne. Vielleicht kann ich den die Schraube ja noch benutzen. Ja, schön. Pack ich dir hier in die Kiste. Genau. Die lasse ich da auch liegen. Lackabplatzer. Mal gucken, wie der Schaltweg ist. Ja. Wenn er geil ist, dann. Naja, die Schraube und der liegt ja da hinten. Der Zustand ist enorm. Der Zustand ist Wahnsinn. Ja, wirklich der Zustand viel, ist Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Genau. Die Bleche, alles Unifahren. Das Ding ist jetzt wahrscheinlich die letzten paar Wochen erst gefahren worden. Hier ist noch der Aufkleber drauf, von der immer von Original. Ja. Drauf ist Rahmenhöhe 57. Aber so geil. Ja, vergewaltigt hier mit dem Ollen nicht dran. Ja, den Lach vergewaltigt. Der typische olle Lenkerband, was sich dann irgendwann so aufkräuselt. Einen reparierten Schlauch eingebaut, den ich erstmal wieder zurechtrücken musste, weil der hier so irgendwie so nach Schlangenlinien gefahren ist, der Mantel. Den Mantel? Ja, weil der Schlauch halt nicht richtig drin war. So. Bitte? Ja, aber da taut doch irgendwas nicht hin. Jetzt ist ja so kurz, kann das Ventil doch gar nicht sein. Tja, das liegt daran, dass da ihn an Flicken rüber geklebt hat. Ach, der rutscht nicht durch. Weiter kriegt den Schlauch ja nicht, das Ventil ja nicht rein. Aber so ohne aufgepumpt, ne? Nicht richtig. Aber haben wir keine Schläuche? Doch, haben wir gekriegt. Aber? Was ist das Problem? Problem ist, dass ich das vorher nicht gesehen habe. Na, und das heißt? Ich meine, wenn er platt ist, muss es ja gemacht werden. Oder was? Der ist ja nicht platt. Ich habe nur nicht richtig aufgepumpt, ich habe nur angepumpt. Weil ja, verstehe ich nicht. Hast du das als Pumpauftrag irgendwas genommen? Ich wollte eigentlich nur den Umwerfer demontieren. Na dann. Warum machst du denn das andere? Ha! Achim, was machst du denn schon wieder? Du kannst nicht alle Räder komplett auseinandernehmen. Ich hab nur den Schlauch gerichtet. Ist doch derselbe Schlauch und derselbe Mantel. Ja, aber es ist doch, da gehst du ran und am Ende ist es nicht mehr so wie vorher oder vielleicht platt und dann bist du im Zugzwang und musst einen Schlauchwechsel machen. Das ist das Problem. Au! Deswegen nicht machen, nicht anfassen. Ja. Ansagen, absprechen und dann machen. Ja, das war noch das Problem. Achso. Wie? Sie konnte kein Deutsch. Genau. Und was hast du jetzt gemacht? Kopfstand? Füße? Ja, Arme? So ähnlich. Aber ist nachlackiert worden. Nee, das ist die Schliffen. Hab ich Schliffen. Ah. Hier. So. Wo wirst du jetzt geführt? Von oben oder von unten? Von unten. Ich hoffe, der reicht jetzt noch.
zu knapp alles. Ja, der reicht nicht. Da muss man auch nicht sparen. Das muss jetzt muss dann da muss ein neuer Zug drin und neuer Umwerfer. Also der braucht den Umwerfer mit einem neuen Zug. Genau. Ja, ist. Der Zug ist halt 3 Euro nochmal, der Umwerfer kostet 5er, also das ist ja alles jetzt auch nicht teuer. Ja. Bloß die Arbeit ist halt ein bisschen mehr. Ich muss keine Hülsen schneiden. Nee, deswegen. Das ist direkt, ist immer gut. Das Problem ist nämlich, bei den meisten Rädern hier, da kannst du nicht einfach loslegen und so. So wie ich das gestern gemacht habe, habe ich ja auch einen Blog gezeigt. So. Dass du hier noch was machst und da noch was machst, ist immer eine Eigenverantwortung. Wenn nämlich bei mir ist, dann zum Beispiel, hätte ich beim Speichen zentrieren, wenn meine Speiche gerissen, hätte ich sie machen müssen. Und das wäre dann auf mein Konto hier. Hat das Ding hier ein Loch oder nicht? Ist denn geklemmt? Der kommt dahinter geklemmt. Der kommt dahinter geklemmt. Nee, von unten musst du durchführen, da ist eine Nase. Ach so, ja, ich sehe schon. Ja, ja. So, und dann. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Aber. Ja, und deswegen sollte man tunlichst die meisten Räder hier so schonend wie möglich behandeln. Durch das Loch durch hier unten, Achim? Ja. Und? Durch. Noch weiter biegen. Lass mal los, unten. Hi. Hallo. Hallo. Da. Gleich. So. Genau. Na, dann geh mal gucken. Jawohl, Chef. Ich geh mal gucken. Ja, ich zeig jetzt los. Ja, gucken. Ja, bitte! Was darf sein? How are you? Fine! I gave a bike to your friend. Ah! I don't know if it's done. The pink one? Yes. The other one got stolen after 1 week that you took. 1 week it was stolen. So I just bought this one. Yeah. I love it. Yeah, it's a nice bike. We changed the derailleur for a used one, the other one. Okay. Perfect. Maybe that's fine. Amazing. And you need a new shifting cable. Okay. The other one was too short for the other one. Okay. And but it's not done. Oh, perfect. And I think. Wie lange? Na, Schaltung noch einstellen. 10 minutes. 10 minutes. Okay, I wait. And how much it will be? 25 in total. Perfect. And did he fix also the thing with the wheel? I don't know what was the problem with the wheel. It's not fixed. It's I think normally you need a new inner tube. The inner tube was, I don't know, it's a puncture. What was in there, Achim? The ventile is fixed. Yeah, it was a puncture on the valve. Ah. So normally, if we can do it, but it's then 17 more. Perfect. Can you do it? Yeah, so, okay, then it's no problem, so but I then it's more than 10 minutes. Don't worry, I remember I live here. Yeah. So just tell me when and I come. Then 1 hour, it's definitely finished. If I come 1 hour, 2 hours, it's also okay? Yeah, sure. What time? Like at 4:30, 4? Ah, you can. Yeah? Yeah. Okay, see you. Ach, du siehst, nehme Probleme. Also Schlauch hoch noch wechseln, fertig aus. Ja. Oh, Mensch. Sie wartet. Genau. Denk dran, lass nicht schleifen. Und du musst hinten erstmal ganz runterschalten. Jetzt nochmal den oberen Anschlag einstellen. Reicht nicht, muss noch ein bisschen raus. Und steht ein bisschen schief, wenn du mal von hinten guckst. So. Aber Problem, das ist so interessant.
steht schief. Ja. Schleift hier und schleift da. Ja. Also drehen. Muss mal von hinten gucken, dann siehst du. Lose drehen und von hinten gucken, wie du das. Von hier ist immer beschissen zu sehen. Ja, ich mach hier. Guck mal. Ich drück mal. Ja, das war natürlich. Der muss immer entspannt sein. Wobei. Hat der runtergerutscht? Nö. Ja, doch. Ist er. Ja. So, nochmal. Achtung, für euch. Für euch. Der untere Anschlag wurde ohne ganz hin. Rigider? Hm? Rigider? Belgisch. Ah. In der Position Schraube rein. Und die schleift außen ab. Ja. Ja. So schleift ein. Jetzt nicht mehr. Ich muss ja nur vorstellen, weil ein bisschen schleift immer noch außen. Nur an einer Stelle. Weil er verbogen ist. Ja. Kettenblatt verbogen. Nicht mehr. Doch, immer noch. Immer noch. Es ist echt zum Kotzen. Okay, dann kann ich den schon mal abkappen. Gut. Hammer. Hammer, Hammer. Ja. Das wird immer ein Buch für rum. Wollte ich machen. Buch richtig. Der Schreibt, der bleibt. Und? Ich weiß auch noch, was die gekauft hier. Muss ich auch noch normal nicht bringen. Guck mal, sie hat zu. Immer kaufen, den ganzen Tag kauft man hier. Buchführung. Was war noch? War noch was? Hast du sie angerufen hier mit dem Namensservice? Ja. Ah, schon erledigt. Gut. Und sollten wir das nicht machen gleich? Ich habe sie angerufen, habe gesagt, sie soll mich zurückrufen. Achso, also sie ist nicht angerufen. Hab den AB voll gequatscht. Da rufe ich nochmal an. Gut. Altes System, neuer? Altes Schaltkettchen. Ach, sowieso falsche Schaltkettchen. Nee, obwohl, man kann ja die Klemmschraube, kann man ja den. Klemmschraube. Ja, ja, also nur Zug. Und Hülle. Du hast einen rein und raus. Ein Hin und Her. Ja. Schaltung schnell eingestellt. Jetzt Buchführung. Kriegen wir Blue? So,
kriegen die Blumen. Meine. Ja, deswegen mache ich das immer so. Weißt du doch. Nein, nein, nein. Du erschreckst dich doch sonst immer so. Halt neu. Ja, gut, das ist so gratis mit dabei. Oha! Ja, kann man schon nicht, aber so war da, dachte ich. Das ist schon ganz okay. Und vor allem Pappbuch. Kannst du nicht so viel kaputt machen. Kinderreime, auch schön. Siehst du? Nee, da ist XS, S und so was alles. Wenn du willst? Ja, bald du ihn, oder was? Haben wir das auch erledigt? Das kommt da, das kommt da, das kommt da. Jetzt rufen wir die gute Dame an. Hast du ein Telefon hier? Hi, der Tommy hier vom Fahrradladen. Genau, ich habe jetzt die von meiner Frau geschnappte Telefon und wollte mal dir Bescheid sagen. Wie gesagt, erstens, Rad ist fertig. Zweitens, da wäre noch der Schaltzug zu machen, eventuell. Soll man den gleich mitmachen? Nee, heute. Schauen wir auch heute. Ja, ja, schauen wir heute. Okay, alles klar. Das war jetzt nur nochmal wegen Absprechen. Ja? Oder PayPal. Immer besser. Genau. Runden wir auf 100 und dann ist das perfekt. Ja, genau. Was soll der ja jetzt? Alles klar. Gut, bis später. Ciao. Blumen? Ah, danke. Unsere. Da ist er doch. Putzt du gleich, wa? Gut. Ja, bevor die eingehen. Ja. Ich bin ja so aufgeregt. 4 Minuten 50 noch. Dann kann ich das endlich rüberschieben. Wenn der hier funktionieren würde. Und dann schiebe ich es darüber und dann schiebe ich es von da nach da auf den anderen Computer. Ah, da muss ich das noch machen. Dann bekommt ihr nämlich den Block auch noch von gestern. Tut mir so leid, dass das alles ein bisschen lange dauert im Moment, aber ich habe echt so viel um die Ohren gerade. Kriegen wir aber hin. Wir sind bei 2100 Abonnenten, so ja drüber. 2102 im Moment, das schwankt immer. Aber ist ja Wahnsinn, ist ja Wahnsinn. Mann, geht das schnell. Und bei der 10.000, bei 10.000 Abonnenten machen wir wieder eine Party. Da ist Corona dann vorbei. Das ist ja immer 10.000 Abonnenten Party mit, wie nennt man das? Zoom-Meeting. Nee, komm. Also, erstens, wenn ich 10.000 Abonnenten habe und Corona, hier machen sie noch hier mit Vorschrift und so ein Quatsch, ja, könnt ihr abparken. Liebet nicht. Ja. Dann liebet keine Party. Aber, ich schwöre euch, wenn wir 10.000 Abonnenten haben, das ist in einem Jahr. Ja, ist in einem Jahr. Daumen hoch dafür. Vielleicht schaffen wir das in einem Jahr. Denn, ihr bittet eine Party. Und zwar zusammen. Alle. Mit Gruppenkuscheln. So einfach sieht das aus. Ja? Hier nicht hier irgendwo jeder 1,50 weg und so mit Maske und so ein Quatsch. Nee. Da machen wir richtig. Treffen wir uns irgendwo und dann geht das los. Bei 10.000 Abonnenten kommen ja vielleicht auch 100 Leute. Das ist ja, das wert ja auch. Wenn noch 100 Leute kommen, ist das ja schon geil. Das ist ja schon genial. Wie viel waren wir letztens? Wir waren schon auch über 10 Mann, wa? War auch genial. Bei 1.000 Abonnenten. Jetzt haben wir 2.100.
Mann, geht das schnell. Die machen wir voll, die 10.000 machen wir voll. Auf alle Fälle. Und wenn es 2 Jahre dauert, ist ja umso besser. Dann können wir auf alle Fälle eine schöne, schöne ohne Corona. Ohne Corona Party. Ohne Corona. Ohne Corona. Ohne? Ohne Zahn. Ja, machen wir. Genauso machen wir das. Oh, ist das geil. Das tut gut. Freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon drauf, hier auf die ganzen Gesichter wieder zu sehen, die alle. Ob denn überhaupt noch alle dabei sind, ne? Oder wieder abgesprungen sind, weil jetzt ödet der mir aber an, schon seit 4 Jahren guckt mir den Müll an. Mhm. Naja. Stellt euch das mal vor, mein Dilemma, ich hab das ein Leben lang, genau, immer das gleiche Spiel, immer der gleiche Fresse, immer der gleiche, der da drin hängt. Jetzt haben wir noch 1 Minute zum Totquatschen, 1:03:10. Die ich noch haben muss, bis ich hier kopieren kann. Also das. Das ist was. Bin echt gespannt. 10.000 Abonnenten. Wer mag das alles sein? Wer seid ihr alles? Wer ist denn das? 100 davon sind wahrscheinlich Leute, die einfach nur so. Und den Rest interessiert es. Ist ja auch geil. Und bei 2.000 schon. Das ist ja schon Wahnsinn. 2.000 Abonnenten. Und alles nur mit diesen Vlogs. Also mit diesen. Wieso rendert denn der so langsam heute? Niemals hätte ich gedacht, dass der ja über eine Viertelstunde rendert. Wir brauchen jetzt zum Rendern heute Ewigkeiten. Es gibt keinen Platz mehr auf der Festplatte. Das kann sein. Na ja, werden wir sehen. Bin gleich gespannt. Überschreiben. Das machen wir mal hoch. Den Ton nach oben. Und jetzt produzieren. Vlog 1033 fertig. Ronnys Fanvlog. Nee, Tommy Ronny Fanvlog. Oder so. Er hat auf 4K erinnert. Ich werde irre. Ja. Niemals, 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 never ever, nein. Verarbeiten, niemals siehst du so aus. Nie, nie im Leben. Niemals renne ich das so. Niemals. Oh, ärgert mich, das ist total falsch gerendert. Völlig grisselig, völlig oll. Können wir jetzt nochmal ein Live an hier? Nee, das kann ich nicht. Kann ja nicht schon wieder so ein Kakalaka aber locker sein. Nee. Oh, Augenkrebs. Warum denn bitte? Oh, ist das schlecht, das Bild? Nee, was ist denn da los? Ey, warum denn dieses? Wie krasselig das alles ist. Ich meine, ich nehme schon den 4K auf und alles. Nee. Niemals. Never ever. So ist doch die Quali hier drin nicht. Ist doch kristallklar. Du kennst ja hier. Na ja, gut, hier ist es noch nicht. Ach nee. Jetzt alles nochmal schneiden. Nee. Ist doch kristallklar hier, das Ding. Ne. Oh, tut mir leid. Das wird wahrscheinlich nicht. Das kann ich so nicht zulassen. Das kann ich so nicht rausschicken. Das wird mir übel. Ich kann das nicht. Auf keinen Fall. Das ist dann mit. So. Fotos hier. Ja, scheißegal. Starten. Für eine bebrillte Qualität. Da wird mir übel. Also, kann ich nicht, da wird mir schlecht bei. Ach, du bist ja hier. Ja, ich bin schlecht. Schlecht wird mir immer dabei. Bei denn? Mir wird übel. Bei denn? Dabei. Was ist passiert?
Die Qualität stimmt überhaupt nicht. Schon wieder. Oh, die Qualität ist miserabel. Ich geh jetzt Gordi abholen. Ich find's schlimm. Anderthalb, zwei Stunden habe ich da gesessen hier am Schneiden. Ja, weiß ich. Ja, weiß ja. Entschuldigung, kann ich nicht sagen. Ja, ja, aber guck. Was soll das denn? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? HD, was ist denn das? Was soll denn das? Ich meine, klar, man erkennt irgendwas, aber das ist doch nicht. Das kann doch nicht sein. Warum ist denn immer so? An so einem Tag ist immer so. Ich hab das doch gerade alle durch. Gerade alle durchgeschnitten. Oh oh. Gib das her. Stopp. Komm, wir gehen jetzt gerade hier abholen. Komm, wir gehen jetzt. Oh, verdammt. Nee, das ist produziert. Hast du mal auf mich zu hauen? Aua! Das ist noch ja nicht. Ich hab's vor dem Hochladen jetzt kontrolliert. Ich hab keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist mit dem Programm gerade. Die war nicht dran. Nee. Sagt ja auch keiner. Ich krieg die Krise gerade. Kommst du mit? Wohin denn? Ist Gordi abholen? Nee, ich muss hier offensichtlich noch länger arbeiten. Okay. Wir gehen jetzt erstmal los, ja? Ja, ich sag mal Achim Bescheid, dass er noch den Zug machen kann. Oh, dass er den Zug noch machen muss, da kann, wie auch immer. Scheiße.